Das 8-0 jetzt hier zu analysieren, ist nicht ganz so einfach. Das wissen wir auch. Und trotzdem nehmen wir mit, dass wir in der ersten Halbzeit einfach ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Und wir nehmen aber auch mit, dass wir eben in der ersten Halbzeit in Situationen gekommen sind, die wir besser im Umschaltverhalten schließen können. Das nehmen wir auch mit. Und normalerweise machen wir obligatorisch auch unseren Kreis nach dem Spiel, aber ich habe gemerkt, dass die Fans, unsere Fans eben den wichtigeren Teil hatten heute. Und deswegen habe ich die Jungs dann in die Kurve geschickt und ich glaube, das war sehr wertschätzend, was unsere Fans gemacht haben, weil wir das benötigen eben. Und wir benötigen den Zuspruch und dann haben die Fans uns gezeigt.